Meine Lieben, ich bin heute wieder mit einem Video für euch da und zwar mit einer Windmühle. Genau, die ist ganz einfach zu machen und die braucht dafür nicht viel. Ihr benötigt einmal einen Strohhalm, eine Perle, ein Stück Draht, eine Schere, Klebestift, gegebenenfalls ein Lineal, ein Stift, vier quadratische Blätter. Das ist, wenn alle vier Seiten gleich lang sind. Und ein weiteres, was etwas kleiner ist. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Basics an. Also das Kleine, das faltet ihr erstmal so. Also einmal halbiert ihr das waagerecht. Dann einmal von links nach rechts. Und einmal in alle Schrägen. So dass ihr Faltlinien vorfindet. Die könnt ihr dann alle mit einem schwarzen Stift nachziehen, damit die ein bisschen besser sichtbar sind. Genau. Die anderen bunten Quadrate, die halbiert ihr einmal und zwar von Ecke zu Ecke, um zu sehen, wo die Mitte ist. So, dann habt ihr ein Dreieck quasi, öffnet das wieder und schneidet hier entlang, dass ihr dann zwei Dreiecke habt. Das macht ihr mit den vier großen Quadraten, okay? Also, ihr bereitet das jetzt vor, ich auch, und dann treffen wir uns jetzt gleich wieder. So, wenn ihr jetzt das letzte Quadrat zerschnitten habt, müsstet ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von diesen Dreiecken haben. So, das hier ist mein kleines Quadrat vom Anfang. Ich habe jetzt mit dem Lineal die Faltlinien nachgezogen, damit ihr das besser sehen könnt. Ihr nehmt euren Klebestift. Und macht den Teil, also ein Dreieck, mit Kleber voll. Nehmt eins von diesen hier und klebt das hier fest, sodass quasi eine Hälfte geklebt ist. Hier diese. Und die andere nicht. Ne? Jetzt macht ihr eine Dreieckhälfte und die daneben liegende weiße Dreieckhälfte voll, dass ihr im Endeffekt ein ganzes Quadrat voll Kleber habt. Nehmt wieder eins eurer Dreiecke und macht beim Rechteck das Papier rauf. Genau, und ihr macht diesmal beide Teile mit Kleber voll. Und so führt ihr das jetzt fort. Wieder ein Teil mit Kleber, ein Teil mit Papier, ein Teil nur weißes Papier. Mit Kleber bestreichen, als eurer Blätter, beim rechteckigen Teil festkleben. Festdrücken.
drehe das dann immer, dann ist es ein bisschen handlicher. Wieder ein Teil farbiges Blatt, ein Teil weißes Blatt mit Kleber voll. Und das letzte Stück bringt ihr so an, indem ihr euer erstes Dreieck hoch macht. Da hatten wir ja beabsichtigt keinen Kleber drauf gemacht, dass wir das jetzt so umklappen können. Nicht knicken, nur umklappen. Wieder ein Teil farbig mit Kleber und ein Teil weiß mit Kleber bestreichen. Und das letzte Stück hier anbringen. So. Sieht schon mal interessant aus, nicht? Jetzt drehe ich das Ganze einmal. Jetzt bestreicht ihr die Spitze hier mit Kleber und drückt sie an das gegenüberliegende Gegenstück da. In der Mitte fest. Ne? So, wenn ihr das Gefühl habt, es hält, könnt ihr loslassen und macht das mit allen Dreiecken, die euch noch vorstehen. Jeweils nur mit einer Spitze pro Dreieck, ne? Die, die immer zuerst kommt. Jetzt kommt die hier quasi. Als nächstes die pinke, nicht die orange, weil dann haben wir kein Windrad mehr, ne? Am Ende. Deswegen immer nur eine Dreieck. Eine Spitze. Ein. So, das ist schon das letzte Stück. Schön. Ich habe euch bei der Liste mit den Materialien eine Sache vergessen aufzuzählen. Und zwar benötigt ihr noch zur Stabilisierung einen kleinen Kreis, den ihr darauf kleben könnt. Muss nicht sein, aber ist besser, dann löst sich der Kleber auch nicht so leicht. Dafür nehmt ihr einfach ein Stück Papier, schneidet den aus. Den Kreis ungefähr in der Größe. Ich male da noch eine kleine Spirale drauf. Und dann macht die auch wieder zu. Ich mag das, wenn es immer ein bisschen intensiver ist. So. Ist jetzt nicht so eine schicke Spirale geworden wie hier, aber geht. So, da kommt jetzt auch Kleber drauf. Punkt in die Mitte. Könnt ihr natürlich, ihr könnt den Punkt in allen Farben gestalten, ne, wie ihr wollt. So. Jetzt nehme ich meinen Strohhalm und piekse hier ein Loch rein mit dem Draht oder wer zu Hause eine Abstecknadel hat, geht auch ganz gut. Und dann piekse ich weiter an die gegenüberliegende Stelle. Dass es quasi einmal durchgehen kann. So, dann nehme ich das wieder raus. Knick das Drahtstück einmal am Ende. Und kann jetzt meine Perle auffädeln. Wenn sie mir denn nicht weggerollt ist. Moment. Meine Perle ist geflohen. Perle, wo bist du? Okay, ja, dann machen wir das erstmal noch nicht mit der Perle, dann stechen wir jetzt erstmal kurz hier ein Loch rein. Schön mittig.
wieder mit Nadel oder dem Draht. So. Ich mache es wieder raus. Und eigentlich gehört hier jetzt die Perle ran. Hurra, ich habe das gute Stück wiedergefunden. Also, es kann losgehen. Ihr könnt, fädelt jetzt die Perle einmal auf. Habt hier vorne den kleinen Wulst, der sie nicht runterfallen lässt. Geht jetzt beim vorderen Teil von der Windmühle rein, in das Loch, was ihr gepikst habt. Gucken, wo ich das hab. So. Wir sind jetzt schon fast fertig. Sucht hier die Löcher, die ihr reingestanzt habt. So. Dann kommt das Stück Draht noch hier in die Löcher rein. Eins. Da kommt es auch schon raus. Zwei. Und knickt mit Hilfe der Schere oder auch ohne einmal den Draht noch mal so um. Und fertig ist das Windrad. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit ich hoffe, ein paar von euch kommen am Mittwoch zu mir und wollen das mit mir basteln. Na? Bis dann. Tschüss.